Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Als erstes stellen wir euch heute Kapitän Wethke vor. Danach seht ihr die schönsten Sonnenuntergänge. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Revolverheld und zuletzt die Unique Freestyler. Und jetzt viel Spaß. Und jetzt nehmen wir euch mit auf die Brücke zu Kapitän Wethke. Er stellt sich vor und erzählt ein bisschen was über sein Leben. Ja, ich komme aus dem Norden Deutschlands, aus Flensburg, bin da geboren, habe dann auch das Glück gehabt, dass ich da studieren konnte und bin da heute auch noch immer sesshaft. Also ich komme wirklich aus einer ganz alten Seefahrerfamilie, die schon seit einigen Jahrhunderten zur See fährt, so dass wir auch zu Zeiten von, wo noch Danske Yachts, also mit Schiffen mit 150 Ladetonnen weltweit ums Meer gefahren worden ist, unterwegs schon auf den Weltmeeren waren. Ich habe dann in der Orientierungsphase nach dem Studium auch nochmal 2 Jahre in der Fährschiffsfahrt in der Ostsee verbracht. Deutschland, Finnland hin und her mit verschiedenen Sachen, Eisenbahnfähren, Papierfähren und auch Passagierfähren. Für mich sehr wichtige Fahrzeit, weil ich dort das erste Mal richtig diese moderne Sicherheitstechnik von Passagierschiffen kennengelernt habe auf der Fähre. Und dann bin ich nochmal wieder 10 Jahre in der Containerschifffahrt unterwegs gewesen. Da kam eigentlich die Überlegung als erstes, ich bewerbe mich mal wieder für Fährschifffahrt. Und dann bin ich über eine Stellenanzeige von AIDA gefallen, irgendwann in Mitternacht im Internet, habe angefangen, diese Seite auszufüllen und mit Entsetzen festgestellt, dass ich die nicht abspeichern kann, sondern zu Ende ausfüllen muss. Also habe ich so bis 3:30 morgens dran gesessen. 2 Tage später hatte ich einen Vorstellungsgesprächstermin. Will you come with me to the sunshine? Ich bin wirklich gerne draußen in der Natur, die Verbundenheit mit der Natur, dass man mit der Natur arbeiten muss, gerade wenn das ein bisschen herausfordernder wird mit Wetter wird, wenn man vorausschauend sein muss, wenn man darauf achten muss, was die Natur mit einem selber macht und im Grunde man nur noch heil durch die Natur durchkommt, indem man auch sich auf sie einlässt und mit ihr arbeitet und nicht gegen sie. Und das ist für mich das, was mir an der Seefahrt Spaß macht. Oder dann auch mal so morgen, wenn man nach Venedig reinfährt, plötzlich einen ganz klar, glasklaren Tag hat, die Sonne aufgeht und der gesamte Alpenhauptkamm zu sehen ist, dann macht das einfach Spaß. Aber natürlich, wenn man so das Schiff sieht, dann fragt man sich immer, im Gegensatz zum Auto, ist das eigentlich schwierig, das rückwärts einzuparken? Also es ist definitiv schwieriger als Autofahren, weil wir eins nicht haben, wir haben keine Bremse, wir müssen das Schiff sozusagen immer kontrollieren, auch wenn es steht, erfordert das sehr viel Konzentration. Aber es macht halt auch wirklich viel Spaß und das ist der Grund, warum man eine nautische Karriere anstrebt. Und jetzt öffnen wir wieder das Romantik-Urlaubserinnerungsalbum mit den schönsten Sonnenuntergängen. Großartige Bilder. For a few perfect moments. Love. I didn't want for a thing in the world. It didn't matter who I was. We were high in the heavens. We were up in the clouds, pulling stars from the sky. Won't you believe? Won't you believe?
Und jetzt kommen wir zu den Helden. Aber bevor wir zu den Fußballhelden kommen, kommen wir zu den Revolverhelden. Die haben nämlich neulich in Steinwerder ein Konzert gegeben. Und im Vorfeld haben sie uns kontaktiert und haben gefragt, ob wir nicht irgendwie eine Möglichkeit haben, das an Bord zu übertragen. Und dann haben meine Kollegen an Bord unter der Leitung vom Kapitän, dem technischen Experten, haben es hingekriegt, mit den Revolverheld-Leuten zusammen das Konzert von Land an Bord zu übertragen. Auf die LEDs und mit richtig gutem Sound. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken. Jetzt kommen wir zu den Fußballhelden, zu den Unique Freestylers, Gastkünstler bei uns an Bord, und die haben einen Gruß mitgebracht. Hallo zusammen, wir sind die Unique Freestyler. Am meisten an AIDA vermissen wir das Arbeiten mit den Kids und Teams bei den Freestyle-Workshops. Aber nicht nur das, das coole Personal und natürlich die Sehenswürdigkeiten, die man erleben kann. Und nicht zu vergessen, die Drinks an der Anytime-Bar. Natürlich. Solange es soweit nicht ist, würde ich sagen, vertreiben wir uns die Zeit mit ein paar Freestyle-Books. Los geht's! Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Und bin raus. Ciao. Und vor den schönsten Bildern von unseren Schiffen mit der großartigsten Musik, diesmal übrigens ein Crew-Konzert, was neulich stattgefunden hat, kommt jetzt noch das schönste Typhon von Boris Becker. Thank you.